Diabetes haben und sich etwas gönnen? Viele denken, das passt nicht zusammen. Mit 18 Jahren bekam ich die Diagnose Diabetes Typ 1. Plötzlich gab es keine Torte mehr zum Geburtstag und ich war ein kranker Mensch. Mir wurde damals gesagt, ich darf nie wieder Gewicht heben. Ich dachte, das Leben ist jetzt zu Ende. Kurz nach der Diagnose habe ich bemerkt, es hat sich körperlich eigentlich nicht viel verändert. Für mich war klar, ich schaffe das. Ich lernte meinen Körper kennen, um zu verstehen, was ihm gut tut und was nicht. Moderne Insulinpumpen machen natürlich vieles einfacher. Früher musste ich bei niedrigem Blutzucker immer etwas essen. Jetzt kann ich die Pumpe einfach reduzieren. Das ist ein großer Vorteil, gerade wenn man auf sein Gewicht achten will. Ich habe es geschafft, 45 Kilo abzunehmen. Ganz einfach, durch bewusste Ernährung und Bewegung. Das alles ist natürlich auch für gesunde Menschen wichtig, denn Typ 2 Diabetes kann jeder bekommen. Die gute Nachricht ist, du kannst was dagegen tun. Eine ausgewogene Ernährung, frische Produkte, Obst und Gemüse senken dein Risiko, an Diabetes zu erkranken. Und macht auch noch riesig Spaß.